Traumwelt ist das große Geheimnis für alle Wesen. Es ist die Taiga, ein wilder Wald, ein Sturmbruch mit unpassierbaren Sümpfen und klaren Quellen. Wenn ein Mensch auf die Erde kommt, beginnt er diese Taiga zu erkunden. Und seine Erzieher zeigen ihm die bereits angelegten Wege darin. Ein Weg ist das Christentum. Ein anderer der Marxismus. Ein dritter die Wissenschaft. Ein vierter die Weltanschauung des Durchschnittsmenschen. Ein fünfter der Buddhismus und so weiter. Es kann unendlich viele solcher Wege geben. Geschenke menschlicher Vorstellungen. Die Basis all dieser Wege ist die Traumtaiga. Der Unterschied besteht nur darin, dass einige Wege zu einem Sumpf des Selbstmitleids, Apathie, Schwäche, Faulheit, Fanatismus und Armut führen, während andere zu einer wunderbaren, heilenden Quelle von Kraft, Wissen, Freude, Loslösung, Ekstase und Liebe zu Gott führen. Wenn man einen dieser ausgetretenen Pfade kennt, stellt man sich vor, wie man ihn beschreiten wird. Man stellt sich das tausendfach vor und lässt seinen Syr diesen Weg gehen. Wenn man in seinem Syr dort reist, programmiert man sich selbst, dass man hier wütend wird. Mal wird man eifersüchtig, mal hat man Angst und in einem anderen Fall freut man sich. Man spielt sogar Situationen durch, in denen man sich erhängen könnte. All unsere Ansichten und Reaktionen werden also durch das wiederholte Durchspielen in der Traumvorstellung konditioniert. Nun schlägt er sich selbst einen Weg und oft führt dieser Weg ihn, wie all seine Erzieher, zu einem schrecklichen Moor, in dem viele menschliche Seelen zugrunde gehen. Aber wenn ein Mensch aus dieser Konditionierung ausbricht, die er sich selbst geschaffen hat, indem er sich einen Weg in der Traumwelt bahnt und lernt, die verschiedenen Wege selbst zu unterscheiden und leicht auf ihnen zu gehen, ohne sich mit einem von ihnen zu identifizieren, wird er frei sein und dann den Weg zur heilenden Quelle finden. Seine Erzieher locken ihn von Kindheit an auf ihre Wege und versprechen ihm Glück, das angeblich im Aufbau des Kommunismus, der Demokratie, der Familie oder materiellen Gütern zu finden ist. Aber all das ist keine Freiheit, sondern Konditionierung. Und das bedeutet, dass man darin kein Glück finden kann. Glück besteht darin, von keinem Weg abhängig zu sein, selbst wenn er noch so verlockend ist. Glück liegt in der Freiheit von der Notwendigkeit, irgendeinen Weg zu gehen und zu erkennen, dass alle Wege nur ein weiterer Traum sind. Stell dir vor, du bist ein Familienvater und ein Asket, ein Sozialaktivist und ein Bettler, ein Baby und ein alter Mann und verstehe, dass das alles nur Vorstellungen sind, nur ein Traum. Materialist und Idealist, Wissenschaftler und Gläubige sind gleichermaßen an den Weg ihres Traums gebunden. Aber ein Traum ist nur ein Traum. Und in ihm ist alles möglich, was du willst. Man sollte den Traum nicht mit der physischen Welt und die physische Welt nicht mit dem Traum verwechseln. Ein Tier ist sehr real in der physischen Welt. Es träumt nicht darin, aber ein Mensch sucht in ihm das, was er sich im Traum vorgestellt hat. Den Kommunismus, das Eldorado, die Utopie. Aber er wird sie nie in der physischen Welt finden. Dort gibt es eigene Gesetze. Wenn ein Mensch erkennt, dass seine Vorstellungen, Begriffe, Prinzipien nur einer der möglichen Wege sind, der Traumweg, den er sich angewöhnt hat zu gehen, dann wird er frei sein. Seine Syr-Seele wird fliegen und den wunderbaren Traumwald genießen. Lerne die drei Welten selbst zu unterscheiden. Den Schlaf ohne Träume, das Träumen und die grobstoffliche Welt. Lerne, in der Traumwelt zu gehen, jeden Weg zu gehen und nirgendwo hinzugehen. Dann wirst du retten und gerettet werden.
Und jetzt nimm die Weihe im heiligen Wasser von Belovodje. Saoshyant sprang in das Wasser des heiligen Sees und verschmolz mit ihm. Dort wurde ihm ein wunderbares Geheimnis offenbart, über das er nicht sprechen durfte. Nur wer selbst in diese heiligen Gewässer eintaucht, wird es erkennen. Er erwachte wieder in der Höhle. Es war dunkel. Kalte Tropfen fielen von den Wänden. Seine erste Begegnung mit Belovodje war vorbei. Er stand auf und machte sich auf den Weg zurück durch die Höhlenlabyrinthe. Bald sah er ein Licht vor sich. Als er hinaustrat, stellte er fest, dass es bereits Morgen war. Der alte Kamm wartete auf ihn. Er saß an einem kleinen Teich, in den ein Bergbach von einer Klippe fiel und einen großen Wasserfall bildete. Am Brüllen habe ich erkannt, dass er dich heute nicht fressen wird. Auf dem Rückweg erzählte Saoshyant, was ihm in Belovodje offenbart wurde. Tatsächlich haben die meisten Menschen schwache Einstellungen im eigenen Tös. Schwach werden sie von ihren Eltern gemacht, die sagen, du bist hilflos, wir sind arm und mittelmäßig. Und auf dieser Grundlage plant der Mensch seine Zukunft, seine Boos. Und dann bahnt er sich einen solchen Weg in der Traumwelt, der ihn zum Sumpf führt. Meine Eltern sagten mir, du bist ein Nachkomme eines starken Geschlechts, beschäme unsere Ahnenlinie nicht. Dein Vater ist ein weiser Geschichtenerzähler und du wirst der Weiseste sein. Unsere Geister werden dir helfen. Das half mir später, mir einen hellen Weg in der Traumwelt zu bahnen, der sich dann in der Welt des tiefen Schlafes materialisierte. Was soll ich tun, wenn ich von meinen Eltern ein schwaches Tös habe? Dann entferne alle schwachen Gedanken aus ihm, dass du schwach, hilflos bist, dass es dir schwerfällt, dass du unfähig bist, die Beleidigungen, das Selbstmitleid, den Suizid, alles, was dich zerstört, und ersetze sie durch starke Einstellungen, die dich stärken. Erinnere dich an alle Schwierigkeiten in deinem Leben und ändere ihre Bewertung. Wenn du geschlagen wurdest, warst du verletzt. Du hattest Mitleid mit dir selbst, aber jetzt sag, das ist nichts. Das kann mich nicht durchdringen. Ich kann noch mehr aushalten. Verwerfe alle schwachen Erinnerungen, in denen du faul warst, dich gedrückt hast, gute Anstrengungen abgelehnt hast, damit sie nicht wieder passieren. So wirst du dein Tös stärken. Denn woran wir uns erinnern, beginnt, uns zu führen, uns zu erschaffen oder zu zerstören. Am Abend kamen sie zur Chadir. Sie setzten sich am Herd nieder und aßen schweigend mit dem Alten. Wie entwickelt sich die Seele, Boos? Solange du einfach deine Vergangenheit oder das, was dir deine Eltern eingeprägt haben, in die Zukunft projizierst, kann sich dein Boos nicht entwickeln, weil all dies von deinem Tös angetrieben wird. Du lebst einfach in der Vergangenheit, in Erinnerungen. Aber wenn du die alten Wege verlässt und nach etwas völlig Neuem suchst, einem unbekannten Weg folgst, wächst dein Boos. Du verbindest dich mit der Zukunft und gewinnst neue Energie, neue Kraft. Zum Beispiel für dich, einem Stadtbewohner, hierher zu kommen, das ist eine echte Neuigkeit. Das entwickelt deinen Boos. Du hast vorher nicht darüber nachgedacht und niemand hat dir das in der Kindheit gesagt. Es ist ein Weg ins Unbekannte. Nur außergewöhnliche Menschen haben solch einen Weg, denn die meisten wiederholen einfach das Schicksal ihrer Eltern, leben in der Vergangenheit, in Erinnerungen, in den Einstellungen, die sie seit ihrer Kindheit gelernt haben. Und je erhabener und außerirdischer die Ziele deines Boos sind, desto besser. Wenn es, wie bei den Revolutionären, Gedanken an materielles Wohlergehen sind, wirst du nicht weit kommen. Der Gedanke ist zu erdgebunden. Es ist zu viel Vergangenheit darin. Aber wenn es etwas ist, das sich von der Alltäglichkeit trennt und alles von Grund auf verändert, dann ist das schon besser. Je weniger Weltliches, Menschliches und Irdisches in deinem Boos ist, desto leichter und heller wird es sein, desto näher wird sein Flug zum höchsten Himmel, zu Belovodje sein.
schwach.